In diesem Video sehen wir uns an, was ihr zum Bau eines Bitcoin Full Nodes braucht. Wir bauen das Ganze auf Basis eines Raspberry Pi 4 mit 4 GB RAM und einer 1 TB SSD-Platte. Die Größe der SSD-Platte ist dabei so gewählt, dass ihr die vollständige Blockchain speichern könnt. Die Teileliste ist nicht besonders lang und mit ungefähr 250 Euro seid ihr bei aktuellen Kosten der Teile dabei. Ich verlinke euch die einzelnen hier verwendeten Teile in der Beschreibung, aber sehen wir uns zunächst mal an, was ihr denn alles braucht. Da wäre zum einen der Raspberry Pi 4 mit 4 GB RAM, dann das offizielle Raspberry Pi Netzteil, eine 1 TB SSD-Platte, das Gehäuse, da könnt ihr wählen, was ihr wollt. Die Dinger gibt es mit Lüfter, es gibt sie ohne. Das hier ist jetzt ein Aluminiumgehäuse mit passiver Kühlung und ihr braucht auch noch ein Gehäuse für die Festplatte und das dazugehörige Kabel. Okay, schauen wir uns mal an, wie wir das dann zusammenbauen. So, ich habe die Teile ausgepackt und auch direkt gesehen, dass ich eben vergessen habe, die SD-Karte zu erwähnen. Da solltet ihr eine 32 GB Karte nehmen und am besten auch nicht die allergünstigste, sondern eine, die dauerhaft beschreibbar ist, weil ansonsten neigen die dazu abzunutzen und das wollen wir ja nicht, dass die in einem Jahr die Grätsche macht. Okay, fangen wir mal mit der Festplatte und dem Gehäuse an. Das ist relativ einfach und dann ist das schnell aus dem Weg. Also ihr macht das Gehäuse auf, schiebt die Festplatte rein, Gehäuse wieder zu, Kabel rein und dann ist die schon mal fertig. Je nachdem, was für ein Gehäuse ihr habt, sind da oft auch diese Wärmeleitsticker dabei. Die werden auf die einzelnen Platinen geklebt und dann kann man das Gehäuse zusammensetzen. Wie du siehst, habe ich die Sticker nun entsprechend ihrer Größe auf die einzelnen Platinen geklebt und dann können wir auch schon den Raspberry Pi ins Gehäuse einsetzen. In dem Fall sind jetzt 4 Schrauben dabei, die schrauben wir da noch rein und dann geht's los. So, die Schrauben sind fest und alles ist verbaut. Jetzt müsst ihr nur noch die Festplatte an einen der blauen USB 3 Ports anschließen. Und der Netzstecker kommt an diesen hier. Jetzt im nächsten Schritt müsst ihr noch das Netzwerkkabel dann hier reinsetzen. Und dann kann es auch schon losgehen. Im nächsten Video sehen wir uns an, wie du die SD-Karte mit der Software flasht. Die SD-Karte setzt du dann hier ein und dann bist du startklar.